Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen News, Gamescom News. Und zwar sind wieder einige Sachen da und vorab möchte ich mich hier schon mal so ein bisschen entschuldigen, denn das ist ja eigentlich ein News-Video und kein Meinungsvideo, aber hier gibt es ein Thema, was ich persönlich ziemlich hart finde und das ist ein Schlag für jeden Nintendo Switch-Fan und von daher würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und schau mal, worum es überhaupt geht. Es geht natürlich um den Farming Simulator 20, der jetzt für Android und iOS angekündigt wurde. Das Ganze soll dieses Jahr noch erscheinen. Und jetzt kommt der Hammer. Das Ganze kommt auch für die Nintendo Switch. Und hier muss ich sagen, kann ich diesen Zug von Giants absolut nicht nachvollziehen. Wir bekommen ein Nintendo Switch-Spiel, wo wir schon den Farming Simulator in deutlich besserer Qualität spielen konnten. Und jetzt kommt halt diese abgespackte Mobile-Version, die wir sonst vom Farming Simulator 19 kennen, jetzt halt auch auf die Nintendo Switch. Ich meine, dass die Nintendo Switch keine starke Konsole ist, ist ja wohl jedem bekannt. Aber es ist so, dass wir dieses Jahr noch ein The Witcher 3 auf die Nintendo Switch bekommen. Klar sieht das halt nicht so geil aus, wie man es vom PC her kennt oder von den Konsolen. Aber es ist ein Spiel, was wir unterwegs mitnehmen können, verdammt, wo wir unterwegs einfach The Witcher 3 spielen können. Und das schafft kein PC, das schafft keine Konsole, das schafft nicht mal das Handy. Und jetzt ist es halt so, dass der Farming Simulator Giants jetzt eine abgespackte Mobile-Version einfach jetzt für die Nintendo Switch verkauft. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie es damals war, wo es noch die Zeiten mit der PS Vita und dem Nintendo 3DS war, kosteten einfach die Android- und die iOS-Version um die 5 Euro im Store und für die Konsolen hat man einfach 40 Euro verlangt. Und ich befürchte, dass das Ganze jetzt genau wieder daraus hinausläuft, dass das Ganze jetzt auch für die Nintendo Switch extrem teuer sein wird. Und das, wo wir einfach nichts bekommen, wo wir ein Spiel bekommen, was absolut nichts mit der PC-Version gemeinsam hat. Und wir haben nicht mal Mod-Support drinne. Wir haben eine Karte drinne mit vielleicht 100 Fahrzeugen oder sowas. Und das für eine Konsole, für eine richtige Konsole, die man halt mit unterwegs mitnehmen kann, ist es für mich heftig, dass ich das lesen musste. Also ich kann das absolut von Giants nicht nachvollziehen und ich muss ganz ehrlich sagen, Giants ist für mich eines der faulsten Studios, die ich absolut kenne. Entweder bringen sie einen richtigen Farming-Simulator raus oder gar keins für eine Konsole. Wenn das jetzt für Handy ist, für Smartphone, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, der ein oder andere, der kann dann halt unterwegs dann halt so ein bisschen rumfarmen und alles sowas, finde ich ja total in Ordnung, aber nicht für eine richtige Konsole. Wie gesagt, man kann da schon einige Bilder von sehen, ja. Der von Nordrhein TV Play konnte sich das oder hat sich das Ganze bereits schon auf der Gamescom angeschaut und es sieht halt einfach so aus, wie es halt aussehen muss. Man merkt halt, dass es einfach nur eine abgespeckte Version ist. Und wo ich das, wie gesagt, gelesen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, Giants, du bist Ist nicht dein Ernst. Zumal jetzt, wie gesagt, dieses Jahr noch das Platinum-Update erscheint. Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass ich das erleben darf, dass Giants die Frechheit besitzt, hier ein DLC, ein Platinum-DLC rauszuschmeißen, welches 20 Euro kosten wird jetzt und nicht mal eine Karte mit dabei ist. Es gab's noch nicht. Seit dem Farming Simulator 13, wie ich mich recht entsinne, gab es immer eine Karte und Fahrzeuge. Vielleicht sogar noch eine neue Fruchtsorte. Dieses Add-on, jetzt, welches jetzt für den Farming Simulator 19 erscheint, beinhaltet einfach nur Class Vehicles. Warum? Giants hat wahrscheinlich mittlerweile jetzt einen Punkt erreicht, wo ich persönlich mir so sage, so alles klar, sie haben halt kein konkurrenzfähiges Unternehmen neben sich zu stehen. Es gibt keinen anderen Farming-Simulator, der jetzt wirklich an diese Qualitäten von dem Farming-Simulator halt rankommt. Aber man merkt halt mittlerweile, dass sie sich darauf ausruhen, auf ihren Erfolg. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig, richtig schlecht. Ich werde mir den Farming Simulator angucken, ich werde bestimmt darüber auch nochmal ein Meinungsvideo machen, aber wie gesagt, das, was ich jetzt, wie gesagt, jetzt hier erstmal so weit rausgefunden habe, das ist jetzt erstmal das, wie gesagt, sobald es da ist, werde ich mir das anschauen und ich denke mal, das wird auf jeden Fall keine gute Bewertung bekommen. Aber kommen wir mal zu guten Neuigkeiten, denn auch hier gab es mal wieder ein paar schöne Sachen und zwar OBSI-Projekt Gladbeck hat ein neues Mini-DLC angekündigt, Mini-DLC Nummer 3 heißt das Ganze.
Ganze. Und das ist der Baubeginn der Metrobuslinie 2. Und dieses wurde jetzt auf der Gamescom jetzt soweit angekündigt, ist noch brandaktuell. Der zweite Mini-DLC ist noch nicht mehr draußen und jetzt kündigt man schon den dritten an. Es ist natürlich eine großartige Sache für jenen, die das halt toll finden, aber auch hier gehen wir mal wieder stark davon aus, dass das Ganze nicht ganz kostenlos sein wird. Vielleicht, wenn man halt sich die ein oder andere Strecke vielleicht kauft, vielleicht ist es dann umsonst. Aber man muss halt jetzt wirklich mal aufpassen. Diese Linie ist wohl von den Busfahrern die unbeliebteste Metrobuslinie aufgrund des immensen Verkehrsaufkommens. Für Simulationsprofi jedoch sicherlich eine der spannendsten Buslinien, da diese Buslinie wirklich mitten durch die Großstadt verkehrt, mit vielen dichten Kreuzungen, mehrspurigen Straßen und tollen Hochhäusern. Ihr Düsseldorf-Team. So ist die Beschreibung, die es aktuell zum Mini-DLC 3 gibt. Lassen wir uns mal überraschen, wir werden es uns natürlich anschauen. Wann es natürlich erscheint, gibt auch noch keinen Termin oder so, aber erstmal muss ja erstmal der zweite rauskommen, bevor jetzt der dritte erscheint. Dann gibt es was Positives, und zwar der heiß beliebte BR425 DLC ist vergünstigt worden aktuell, ist gerade im Angebot und kostet jetzt 19,95 statt 29,95. Das Ganze könnt ihr auf JTG euch kaufen, die BR425 Pro Line. Von Transim Germany. Wie gesagt, das Ganze findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Habt ihr diesen DLC noch nicht, könnt ihr da gerne mal zuschlagen. Wie gesagt, 10 Euro einfach mal gespart. Das ist doch schon mal, hört sich auf jeden Fall realisierbar an. Dann haben wir weiteres Neues, und zwar der Bussimulator 19, jetzt wollte ich 18 sagen, der Bussimulator 19, der jetzt im September 2019 erscheint, ist jetzt ab sofort vorbestellbar und bekommt sogar einen Vorbestellerbonus, wenn ihr das Ganze kauft, und zwar den MAN Lions City L könnt ihr, wie gesagt, dementsprechend jetzt noch dazu bekommen, wenn ihr jetzt das Ganze jetzt für die PlayStation 4 und der Xbox One vorbestellt. Also wer den noch nicht hat und gerne mal auf der Konsole spielen möchte, der kann das Ganze jetzt tun, kann das jetzt schon vorbestellen und dann spart er da nochmal ein bisschen was. Und wie gesagt, ihr bekommt halt diesen Bus dazu. Dann gibt es Neuigkeiten von der Strecke Hausach, wo wir die Streckenverlängerung haben. Diese könnt ihr jetzt dementsprechend jetzt hier sehen im Trailer. Das Ganze soll 24,95 kosten nach dem Release. Ihr könnt das Ganze jetzt, wie gesagt, vorbestellen und dann kostet euch das nur 19,95. 52 Kilometer neue Hauptstrecke, hochdetaillierter Gleisbau inklusive Kurvenüberhöhung, originalgetreue 3D-Fahrleitung, originalgetreue nachempfundene Bahnhöfe, Haltepunkte, originalgetreue Landschaftsnachbildung, originalgetreue nachgebildete Gebäude an der Strecke, 5 spannende Szenarien und Szenarien für Modus schnelle Spielen. Die Schwarzwaldbahn KBS 720 ist die Hauptstrecke in Baden-Württemberg. Der in dieser Streckenerweiterung dargestellte Streckenverlauf von Hausach über Triberg bis nach Villingen zählt zu den baulich und landschaftlich beachtenswertesten Abschnitten der gesamten Strecke. Lesen muss gelernt sein. Das Ganze natürlich auch wieder auf JTG. Ja, könnt ihr euch das Ganze kaufen. Wie gesagt, jetzt schon vorbestellen. Nach der Vorbestellung kostet das Ganze dann 24,95 und erhältlich soll es irgendwann im September 2019 sein. Und jetzt haben wir noch zu guter Letzt eine kleine News. Und zwar fand ich das besonders putzig. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Planet Zoo. Hat jetzt eine Beta angekündigt. Wenn ihr das Ganze jetzt so vorbestellt, dann könnt ihr an der Beta teilnehmen, die jetzt am 24. September startet und das Ganze läuft dann bis zum 8. Oktober. Offiziell erscheint das Spiel dann am 5. November 2019, Kostenpunkt liegt hier bei 44,99 und wenn ihr, wie gesagt, jetzt schon ab dem 24. September anfangen wollt, braucht ihr die Deluxe-Edition und die kostet dann 54,99 €. Inklusiv gibt es dann aber nicht nur Zugang zu der Beta, sondern ihr habt noch 3 exklusive Tiere, wie der Komodo-Warane, Zwerg-Nilpferd, Thompson-Gazelle, hochklassige Wallpaper und den originalen Soundtrack. So sieht das Ganze also aus, wenn ihr das Ganze euch vorbestellen möchtet. Planet Zoo ist natürlich von den Frontiers-Machern, die wir bereits aus Jurassic World kennen. Und natürlich Planet Coaster. Also auch hier, wie gesagt, tolle, tolle Sachen. Wir werden, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, ob wir das Ganze jetzt hin. Also hier passt natürlich nicht hin auf ÖPNV, aber vielleicht machen wir das Ganze mal auf Twitch. Schauen wir uns das Ganze dementsprechend mal an.
Und das war es dann halt auch schon wieder von diesen kleinen News, die wir hier haben. Ist nicht viel, aber immerhin haben wir das ein oder andere hier zusammentragen können. Und ja, hoffe natürlich, dass wir uns hier zu den nächsten News hier wiedersehen. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr jetzt von Giants haltet. Also das darf doch wohl nicht wahr sein. Ne? Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und Mini-DLC-3, ne? Man weiß ja nicht. Ja? Vielleicht funktioniert diese Taktik mit diesen Mini-DLCs ja. Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns in den nächsten News wieder, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!